Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Beyond. So, ich habe jetzt hier oben mal auf unsere Säulen, die wir letztes Mal gebaut haben. Wenn ihr es nicht mehr wisst, schaut einfach mal beim letzten Video rein. Habe ich jetzt oben einfach mal eine Decke draufgesetzt, ja, sozusagen. Und jetzt werden wir uns ein bisschen um die Verzierung kümmern. Dazu habe ich schon mal wieder ein paar Blöckchen gechiselt. Kann man gucken. Die werden wir jetzt einfach der Reihe nach immer abwechselnd hier dran pflanzen. Auch wieder, dass es ein bisschen abwechslungsreich aussieht. Soll ja so aussehen, als hätten die alten Ägypter hier gebaut und da irgendeine Nachricht hinterlassen. Und darum möchte ich das so machen. So, das dauert natürlich ein bisschen hier. Das hier oben ging ein bisschen schneller. Da konnte ich nämlich dann doch unseren Builderswand einsetzen, weil das war ja nur eine horizontale Fläche. Dafür ging das ja. Hoffentlich falle ich hier nicht runter. So. Gut, das sieht schon mal gut aus. So, und jetzt müssen wir uns gerade mal überlegen. Das Dach wollte ich... Kann man auf meine Liste gucken? Ich weiß gar nicht. Wenn ich das mit Slabs mache, wird es wahrscheinlich ein bisschen schöner. Also, wir gehen mal kurz runter. So, hier ist natürlich jetzt schon wieder dunkel geworden. Das wird sich aber später alles geben. Ja, das wird nachher alles wieder hell. Ja, die Decke gefällt mir jetzt so eigentlich schon mal. Nicht so eine glatte Struktur. Ja, und oben, wo der normale Sandstone drin ist, ja, da kommt noch was anderes. Glaubt mir das. Das wird nachher noch besser aussehen. ich glaube mir hier mal kurz eine Leiter oder zwei. Weil die brauche ich drüben. So. Ja, da kommt oben noch eine Ziernaht, sozusagen, könnte man sagen. Kommt da noch hin? Oh, hier. Das hatte ich vorher noch aufgehängt. Ich weiß nämlich nicht. Monster Jerky. Kann man das jetzt essen? Theoretisch ja. Dann klatschen wir da nämlich nochmal zwei hin. Oder wir machen noch ein paar Racks. Aber eigentlich müssten die in die Küche, gell? Eigentlich schon. Unsere Küche ist nämlich in der Ecke. Achso, dazu brauchen wir Holz. Ja. So, den Stuhl, Tisch brauchen wir hier nämlich auch. Achso, das müssen wir jetzt wieder vercraften und zwar so. Gut. Dann können wir hier das nämlich die Jerkys aufhängen und dann haben wir was zu essen. You can only sleep at night. Ja. So. Ja, nächster Part. Ja, wir müssen jetzt das Dach machen. Genau, und da habe ich gesagt, das will ich mit Slabs machen. Muss ich nur mal gucken, welches da gibt.
Na, eigentlich müsste ich da natürlich schöne Slabs haben. Polished Sandstone. Das sieht schon mal gut aus. Wie kriege ich denn 8 Stück in der Ecke? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, nicht wirklich, oder? Ist immer so, immer so. Du hast ein bisschen was zu wenig. So. Ich finde das hier finde ich saugeil. Mit diesen 3D-Effekten auf den Tischen. Das haben sie sehr cool gemacht. Oh nee, die zwei hätte ich gebraucht. Den Rest hätte ich einstampfen können. Wo sind sie denn? Hier, die Säulen. Brauche ich ja drüben wieder. Für. Achso, eigentlich wollte ich die hier nehmen. Das nehmen wir. Genau. Ja. So machen wir das. Polished Sandstone. Da ich das ganze Dach mit Slabs machen möchte, brauchen wir davon schon einige. Also ist es kein Problem, wenn ich jetzt zu viele mache. So. Da rennt wieder irgendwo irgendwas rum. Da ist ein Häschen. Die rennen immer so schnell weg. Ja. Hey, das war jetzt aber nicht ich. Ich hab's nicht geschlagen, ja? Oder ist da oben eins runtergefallen? Ich weiß auch nicht. So. Leitern haben wir uns zwei mitgebracht. War genau richtig. Ich wollte nämlich nur eine mitnehmen. Das wäre falsch gewesen. So. Schläps. Ich glaube sogar, wir gehen hier noch eins raus. So, so habe ich unter anderem diesen ganzen Berg hier abgebaut. Mit der Technik der Fackeln. So. Ich glaube, eins reicht. So, und dann möchte ich aber eben nicht jeden Block hochgehen, sondern vielleicht nur jeden zweiten oder dritten. Das ist halt die Frage, weil sonst wird das Dach so hoch. Ja, das will ich nämlich eigentlich auch nicht. Kann ich hier auch. Ah, das habe ich jetzt nicht gemacht. Kann ich hier auch halbe Slabs von einer anderen Sorte setzen? So, warte mal, wir gucken mal einfach, ob das überhaupt gehen würde. Also 1, 3. Da ist eine Fledermaus. Wo kommt die denn her? Okay, wir fangen hier an. 1, 2, 3. Könnten wir sogar auch wieder den Builderswand einsetzen. Müssen wir uns halt nochmal einen machen.
glaube sogar, das passt wirklich so. Da ist es nicht so hoch. Genauso wie ich das wollte. Aber es ist natürlich die Frage, ob wir da andere Slabs noch draufsetzen können, ja? Wenn das funktioniert, dann wäre es perfekt. Eigentlich ist es völliger Schwachsinn hier. Lass es doch einfach so rausgucken. So. Wir gucken uns das mal wieder von etwas Entfernung an. Ja, ich denke, das passt genau. Also das ist so, so wüstenlike, so richtig. Das passt. Okay. Und sogar dieser eine Überhang finde ich gar nicht so schlecht. Der wirft so ein bisschen Schatten, das macht so ein bisschen mysteriös. So, das Rotten Flash machen wir mal hier hin. So, Builder's Wand. Müssen wir gerade mal noch ein bisschen Eisen holen. Ich glaube, ich habe noch einen Block hier drin. Jawohl. Gut, das war's schon. Mehr müssen wir jetzt gar nicht holen. Ich hoffe mal, dass das geht. Das wäre nämlich eine deutliche Erleichterung. Das würde uns viel schneller bauen lassen und dann könnte man das Dach heute sogar noch abschließen. Das funktioniert. Und hier funktioniert es auch. Ne, das sind immerhin 50%, die funktionieren. Ah, hier auch. Okay. Das ist perfekt. So, warte. Mich gucken. 3, 3. Also ist der hier falsch. Ich muss nur die... die falschen wegmachen. Und dann checkt er das. Guck dir das mal an. Das ist natürlich Imba, wenn sowas klappt. Weil du damit einfach, ey, du bist so viel schneller zum mit dem Bauen. Wir müssen nur eben das hier noch korrekt ausführen. Oh, warum habe ich hier 4? Lass mich kurz gucken. 3, 3, 3. Wie viel haben wir jetzt? 3. So, gut. Dann werden wir das hier noch kurz ausgleichen.
Da ist doch irgendwo was. Ah, da ist ein Creeper. Okay, der hat mich schon lokalisiert. So, ein Creeper weniger. Wir gehen jetzt nach unten. Müssen oben noch mal hoch, damit wir noch den Rest zumachen von unserem Dach. Vorne der Giebel, den müssen wir noch verschließen. Da kommt ein Skelett. Okay. Lass es kommen. Mir egal. So, die hier machen wir mal so. Und da ist noch ein Zombie da hinten. Ja, diese Zombies da, die können nämlich nicht verbrannt werden. Interessant zu wissen. Hier rennt irgendwo einer rum. Versteckt sich immer im Schatten. So. Das Ding hat ja wohl einen Schatten. So, wir brauchen jetzt noch... Oh, fuck. Kann man den chiseln? Oh, yeah. Den hier? Nicht. Da habe ich nämlich das Falsche gechiselt. Ist aber nicht so schlimm. Muss man nur darauf achten, dass ich die zwei behalte. So. Und jetzt ist die große Frage dann, ob wir Half Slabs, verschiedene Half Slabs. Oh, da ist ein Enderman. Ich würde ihn ja gerne hauen, aber ich glaube, ich überlebe das nicht. Ob wir verschiedene Half Slabs zusammenbauen können. Ich dachte, ich stürze ab. So, da hinten ist noch irgendwo was. Aber nicht hier. Vielleicht innen drin. Ne, auch nicht. Also, ich meine zum Beispiel. So, und das geht nicht. Schade. Aber das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Das müssen wir uns mal angucken. Ach so, nee, dann muss ich ja... muss ich darauf achten, dass ich immer nur... dass ich immer das eine hier Luft lasse. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass ich absichtlich hier diese Löcher lasse. Total absichtlich natürlich. Damit es einfach gut aussieht. Bin ich aber jetzt eins zu weit hinten. Verdammt. Drauf soll das eigentlich. Achso, da geht's jetzt, weil ein Block Luft ist. Aber bei dem hier geht's halt nicht. Das ist die Schade dabei. Och, was mache ich denn hier? Mensch. So, jetzt ist da. So sieht die ganze Sache vielleicht wirklich total
schön aus. Kann ich da eigentlich auch Ganze nehmen? Na, Ganze habe ich doch eigentlich genug. Und den Unterschied wird man sowieso nicht sehen. Das sollte nicht so sein. Mann, konzentrier dich beim Bauen. Davon. So, jetzt muss ich nur noch einen sinnvollen Abstand für die Torches finden, damit die Beleuchtung hinten dran einfach gleichmäßig ist. So, das würde ich sagen, machen wir immer in die Mitte von den ganzen Blöcken. Oder ja, so können wir das auch machen. Also, wir müssen ja nicht knausern. F7 können wir auch mal anmachen, dann wird man sehen, wo was spawnen kann. Da kann was spawnen, okay. Also auf halben Blöcken, Leute, als ob da was spawnen kann. Da ist doch viel zu wenig Platz. So, hier draußen sieht es natürlich schon anders aus, da weiß ich das. Und es ist mir natürlich auch bewusst, dass ich auf jedem zweiten Ding, hier was spawnen lassen kann. Oder dass da was spawnen kann. So, wir machen jetzt hier mal zu. Und haben keine Slabs mehr. Alter, willst du mich verarschen? Ich klaue mir hier welche weg. Da müssen wir dann nochmal welche machen. So, aber ich möchte jetzt eben sehen, wie das von unten aussieht. So, ich mache mal hier kurz ein bisschen Licht, weil das hier rot ist, habe ich jetzt gar nicht gedacht. So, dann gucken wir mal, was wir heute erschaffen haben. Sammeln natürlich auch noch ein paar Äpfel ein. Dieser Baum ist zu krass. Der hat sechs einfach. Er hat einfach sechs Plätze für Äpfel. Ja, Daytime. Sehr nice. Soweit eigentlich. Wirklich am Tag schön. In der Nacht weiß ich es noch gar nicht. Was mich so ein bisschen stört, sind die Slabs da oben drauf, muss ich echt sagen, weil man das sieht. Also man sieht die Slabs. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Ich möchte jetzt eigentlich die Nacht abwarten. Deshalb werde ich jetzt gerade mal da unten voll zusetzen. Also die hier dran machen. Und dann warten wir mal auf die Nacht. Ja, das ist auch so ein krasses Ding. Schaut euch das mal an. Da hinten ist ein Zombie, aber das meine ich gar nicht.
So, ich meine, hier ist nur Sand übereinander gestapelt. Alter. Habt ihr das gehört? Ich sehe da hinten auch gar nichts. Ey, die Mobs hier sind schon ein bisschen übel. Also hier ist nur Sand aufeinander. Ich muss weg hier. Nur Sand aufeinander gestapelt. Das heißt, da kann alles Mögliche zusammenbrechen. Das hatte ich letzt schon mal. So. Genau, das da oben, das meine ich, das ist ein bisschen arg hässlich. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das anders lösen kann. Müssen wir mal abwarten. Doch, ich hätte eine Möglichkeit. Ich habe eine Möglichkeit. Das ist ja eins zurückgesetzt. Ich habe eine Idee. Ich möchte ja nicht so lange Folgen machen, aber ich muss. Ja, ich weiß. Ich muss das jetzt noch machen. Und zwar bei Nacht. So. Da machen wir auch mal noch Licht hin, wenn wir jetzt gerade schon das anhaben. Ich muss das bei Nacht machen. Und zwar brauche ich gechiseltes Zeug. Und zwar. Die da nehmen wir. Von oben sieht man das ja nicht so sehr. Sieht es nicht vielleicht doch cool aus? Nee, wenn es gleichmäßig wäre, wenn überall dieses Licht wäre, dann sähe es gut aus. Aber so, Moment, wir brauchen noch von diesen Slabs. Oh, ich halte mich hier schon wieder viel zu lange auf. Am Ende geht mir die Zeit aus. So. Aber ich glaube am Ende, also ganz am Ende, wird es hier alles sehr nice. Für was habe ich die Slabs gemacht? Nee, hier muss bleiben. Hier kann weg. Ich muss hier noch ein bisschen Zeug aufsammeln. Alles risikobehaftet hier, was ich da mache. Eieiei. Oh, siehst du, da steht nämlich ein Creeper. Okay. Also. Sieht man gar nichts. Und da kommt wieder was. Der Sound von dem Typi hier, der ist schon cool. Und der ist auch relativ stark, muss ich sagen. Ja, eigentlich nicht. Wir gehen schlafen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Unser Tempel sieht jetzt so aus. Ich möchte es euch noch mal kurz von weiter weg zeigen. Creeper. So sieht es jetzt schon mal aus. Eigentlich gefällt mir das so. Ja, so ein kleiner Überstand überall ringsrum.
so ein bisschen von dem Sand, von der Sandwand hier gestützt. One Hit. War Zufall, der war bestimmt schon verletzt. Ja. So weit, so gut. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder sonst irgendeine Aktion, die euch gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.